zu speichern. Okay. Umbauen. Und Crew anheuern. Oh. Wait, what? Okay, okay, ich brauche mehr Ruhm für mehr Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Cosmotier. Jetzt mit meinem neuen Superschiff. Hoffe ich. Ich bin noch nicht ganz so sicher. Und wieder auf der Jagd nach ein bisschen Credits, weil ich brauche mehr Geld für Leute und alles. Und ich brauche mehr Leute vor allen Dingen, weil ich brauche eigentlich 68 Besatzungsmitglieder für das Schiff, was ich gerade habe. Das heißt also, ich muss da noch ein bisschen was farmen, dass das Schiff auch dann geschmeidig läuft. Aktuell geht's eigentlich, aber ist halt eben noch nicht 100% perfekt. Und dazu mache ich gerade die letzten paar Quests noch, die ich hier habe. Und dann werden wir dann auch nochmal eins... Was haben wir denn da? Machen wir sofort. Erstmal den Kollegen Pirat. Hallo? Eine Hypersprungbarke. Ach, da sind sie. Okay. Zweimal wieder. Okay. Kurzer Check. Was haben wir hier? Das kann nix. Okay, das sind beides nichts, Connor. So. Waffen sind ausgerichtet und... Zack. Nice. Der will jetzt gerade ein bisschen seitwärts da rangehen, der Kollege. Das schafft er sogar auch ein bisschen. Aber jetzt kriegt er auf den Sack. Und das war's. Sehr schön. Einmal alles aufsammeln und dann geht's auch schon direkt weiter. Cool, 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 cool. Oh. Das Schöne ist natürlich, dass mit mehr Leuten geht auch dieses Aufsammeln nochmal deutlich schneller dann. Upsi. Seid ihr erstickt mir gerade alle? Ja, das geht schon, das geht schon. So. Fertig. Dann. Eins noch hier drüben. Das Piratenkopfgeld. So, und dann haben wir oben die Piratenbasis. Was haben wir hier? Das kann jetzt kein Dings sein. Das ist wieder nur Tritium, ne? Ja. Hier, da haben wir den einen Kollegen. Das Tritium bauen wir auch direkt mal ab dann. So, was hast du denn hier Feines zu bieten? Zeig mal an hier. Ein Duster. Oh, jetzt kommen da erst die ersten Raketenangriffe sogar. Okay, okay, okay. Ich bin gespannt, ob wir die jetzt abwehren können tatsächlich. Und das Ziel sollte vermutlich sein, der Reaktor, ja. So. Da kommt die... Okay. Und das... Natürlich ist die jetzt gerade nicht besetzt. Okay. Das sieht aber gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, eine Rakete hat hier eingeschlagen, weil die eben nicht besetzt sind. Da ist der Personalmangel wieder. Au. Okay, aber wir haben es trotzdem geschafft. Das Ding war halt auch super, super schlecht gebaut halt. Von unserem Gegenüber. Geht mal sammeln bitte, dankeschön. Reparieren, Kostenpunkt. Ah, geht noch. Hätte besser sein können, wenn wir eben genug Leute gehabt hätten, nicht? Dann wäre das besser gelaufen. Jo. Dann haben wir jetzt noch die Piratenbasis. Nee, hier ist noch was. Hier ist noch irgendwas. Da fehlt noch irgendwer. Da. Nochmal zwei Jungs. Der eine bleibt sogar da oben. Das ist praktisch. Was bist du? Ach, wieder so ein Peccadillo. Die können da nichts. Eine Salve und der ist direkt hin. Cool.
Kommt der andere kommt noch direkt hier mit rüber. Sehr schön. Das trifft sich ganz gut. Nochmal ein Cartwitch und der hat auch nichts. Hier. Geh mal aufs Cockpit. Das war's. Cool. Das war doch alles super, super simpel. Dann einmal alles einsammeln. Wie sieht es denn aus mit unseren Ressourcen jetzt? Achso, Hyperium nehmen wir nicht mit aufsammeln. Wie sieht es denn dann aus jetzt mit unseren Ressourcen? Noch immer nicht genug Munition hier. Das Hyperium allerdings, die 17 Stück, die sind hier, nee, 18 sind das sogar, wieder raus. Die will ich nicht mehr haben. Und die da auch, raus. Uff, wo wollt ihr denn hin? Oh boy. Ich kann so gute Idee, wenn ihr da oben hochfliegt, oder? Kann das sein? Okay. So, Status. Lagerplatz. Raus. Generell ist es doch ein recht gutes Schiff. So, da wäre es noch die Piratenbasis, die will ich aber nicht. Also erstmal hingehen, bezahlen lassen, neue Leute holen und dann die beiden Piratenbasen räumen. Mit voller Besatzung. Und wir müssen auch nochmal zwei, drei Kammern bauen, tatsächlich, weil wir nicht genug Leute haben. So. Zack, einmal dann kommunizieren. So, Geld, 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 Geld. Dankeschön. Prozessoren will er haben 3. Die sollst du haben. Zack. Prozessoren liefern. Oh, ich habe jetzt ein bisschen was an Munition da. Nee. Das, was ich habe, das passt. Prozessoren sollen wir liefern. 3. 1, 2, 3. Zack. Und Quest erledigt. Sehr gut. Dann haben wir nur noch das Erkunden und die beiden Piratenbasen. Dann lass mal erstmal jetzt umbauen. Da haben wir jetzt unseren Blueprint und dann würde ich sagen, schmeißen wir nochmal 2 Räume rein, 2 Quartiere rein. So. Mit Blick nach dort und Blick nach dort. So. Dazwischen können wir dann nochmal einen Feuerlöscher hauen wahrscheinlich, oder? Ja, klar, ne? Mehr. Nochmal einen Feuerlöscher dazwischen. So. Beziehungsweise könnten wir sogar auch nochmal 2 Schleusen machen, oder? Ja. So. Nochmal die Luftschleusen hier reingemacht, einfach, weil es geht. Weil jetzt bei so vielen Leuten macht es schon Sinn irgendwo. So, wir haben jetzt Platz für bis zu 60 Leute. Das reicht immer, das ist immer noch nicht genug. Und es ist noch immer nicht genug. The fuck? Dann machen wir das anders. Das sind auch nur 2, ne? Auch nur Platz für 2.
Okay, warte. Dann doch nach den nochmal drehen. Und dann den Korridor. Da längs. Und den Vorlöscher dann hinten einfach in den Korridor ranpacken und fertig. Nochmal abkeilen gerade. So, ne? Ja, okay. Jetzt haben wir Platz für 72 Leute. Und wir speichern das mal gerade ab hier als Schiffsdesign speichern. Und das ist jetzt einfach die Softie MK2. Zack. Zu speichern. Okay. Umbauen. Und Crew anheuern. Oh. Wait, what? Okay, okay. Ich brauche mehr Ruhm. Für mehr Leute. Kriege ich dann noch von den anderen Stationen noch Leute dann eventuell? Wenn nicht, wäre das jetzt echt doof, ne? Was haben wir denn da Feines? Moin. Candlewick. Oh, der hat einen Laser. Ja, machen wir mal direkt den Laser kaputt hier. Okay. Das war's. Der war auch gerade schon im Clinch mit dem anderen da. Aber so kleine Stufe hat echt so einen Laser dabei. Uff. Aber ich sollte vielleicht mal nach dem. Also dieser Laser scheint ja wirklich echt stark zu sein. Eventuell sollte ich mir den mal für die Zukunft auch mal vormerken. Oh, ich brauche halt Größe. Ich brauche Sensoren, ne? Ich brauche dieses Sensorengedöns. Dass ich eine höhere Reichweite habe. Das wäre es eigentlich, was ich brauche. Okay, weil dann gehe ich meinen Laser auch schon viel früher los. Dann los. Zack. Aber erstmal brauchen wir Crew. Bevor wir uns um was anderes Sorgen machen können. Habe ich hier Crew? Verdammt, die brauchen alle. Okay, verdammt, ich brauche mehr Ruhm. Ich brauche mehr Ruhm. Ha! Okay, wir bräuchten jetzt vermutlich dann doch den Dingstransporter. Also, wir können ja mal gucken hier. Kann ich den direkt so benutzen? Besuche Theta Ligutaunus. Das müsst ihr auch schon ohne gehen, oder? Ohne speziellen Übersprungantrieb. Überall Stromausfälle halt, ne? Ja, hallo? Hallo?
Okay. Ich bräuchte jetzt echt den Sprung. Ah, okay. Ich brauche also den Sprungantrieb, um dieses Tor nutzen zu können. Okay. Ich will eigentlich die Piratenbasis nicht angreifen gerade mit dem Crewmangel, den ich habe. Ich habe auch gerade meinen Ruhm nicht weiter erhöht, weil ich keine weiteren Aufgaben kriege. Okay. Oh, sind wir da? Noch ein unbekanntes Signal und ein unbekannter Kontakt. Cool. Der kann nix. Direkt auf den Kopf, aufs Cockpit los. Danke. Okay. Was haben wir hier? Da bist du eine Barke oder was bist du? Ja. Eine Hypersprungbarke und die. Ja, mit der kann man nichts machen. Die bringt mir ohne Hypersprungantrieb ja nichts. Ah, das ist keine Barke, die ist zu, oder? Was ist das? Ein Schiff. Okay. Da legen wir. Nehmen wir mit. Und damit ist die Quest fertig mit dem Erkunden, ne? Das ist jetzt Piconibulus. Achso, ist okay, ist beliebige Station, okay. Dann kriegen wir jetzt hier noch ein bisschen Geld. Verlassen Schiffe, oh, warte mal. Achso, ich könnte also die Schiffe dann direkt auch übernehmen. Okay. Könnte ich jetzt noch mehrere Schiffe machen? Nee. Bild ein Schiff vom Scratch? Nee. Okay. Aber ich will sowieso keine Meere, keine Flotte haben. Ich will ein großes Schiff haben, was alles kaputt schießt. So. Dann einmal die Dings. Okay, Max. Ach, hier ist sogar 140, ist hier sogar Max. Mir geht hier gar nicht. Okay, ich sehe schon. Okay. Dann los. Wir brauchen also neue Sachen. Brücke, große Schubdüse. Braucht mittlere Zeit, bis die Dings ist. Riesige Schubdüse. 4.500. Die Boostdüse zum schneller Gas geben, den Maschinenraum. Oh. Oh, der Maschinenraum klingt ja auch lustig. Okay, okay. Aber das ist nicht, was ich gerade möchte. Munitionsfabrik, Stahlschmelzerei. Ich brauche was anderes. Sensorenphalanx. Erhöht die Reichweite. Und den Sprungdings habe ich schon. Okay. Nochmal bauen. Blueprint-Modus. Die Sensoren verlangsamen wir hier. Okay, sind auch wieder so groß. Dann wäre die Schleuse dann weg.
Damit kann ich aber leben. Panzerung ist dann weg, das ist doof. Wir können die aber umdrehen. Ja, warte mal, die hat doch sogar... Ah ja, pass auf, können wir sogar so. Den Modus machen wir aus. Spiegelmodus aus. Da Türen rein. Und da oben jetzt Panzerung hin. So. Haben wir natürlich noch mehr Verbraucher. Und wir brauchen jetzt den Sprungantrieb. Den kleinen Hyperraumantrieb. Oh, okay. Ach, hier ist die Position auch wieder wichtig. Oh. Okay, scheiße. Na, ich kann ihn draußen packen, aber dann ist halt eben nicht so effizient, ne? Das ist doch alles eine grobe Scheiße, ist so das. Ich kann da anpacken, dann haben wir nochmal zwei Schleusen weniger. Okay. Ach, man kann die sogar doppelt legen. Okay. Ich will die aber eigentlich gar nicht doppelt legen. Warte, lass mich raten, ich brauche 100%, oder? Ich brauche 100% Abdeckung, damit das funktioniert. Fuck. Okay. Ey, gab's nicht auch eine Zurücktaste? Doch, im Steuerungs-Z, ne? Genau. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich... Ja. So würde das gehen. Scheiße. Nein. Habe ich die Dings ersetzt. So. Jetzt wollen wir wieder mehr Quartiere allerdings, weil ich nicht mehr genug Leute da habe. Können wir jetzt dann hier draußen nochmal Quartiere hinpacken? Ist alles kacke irgendwie. Ich bin mit diesem Schiff tatsächlich nicht ganz so zufrieden, wie ich gerne wäre. Warte mal, wir können jetzt hier umdrehen. Genau. Da rein und dann da rein. Platz für 66 Leute. Ich brauche aber jetzt wahrscheinlich noch mehr, ne? 72 empfohlen. Alter, willst du mich verarschen, ey. So, okay. Schiffszusammen speichern. Speichern. Überschreiben, ja.
Und ich bin wieder pleite. Super. Ah, wenigstens haben wir jetzt eine vernünftige Sensorenphalanx. Okay. Dann darfst du es auch wieder Dings ansammeln, das Hyperium. Wir gehen mal Piraten jagen, oder? Eine Piratenbasis ist Blödsinn. So. Das. Okay. Das ist Hauptgebiet. Okay. Da lebe ich also. Wenn ich hier weiter rausfliege. Plüng. Gibt's glaube ich nichts mehr, oder? Denke nicht. Und hier sind es so wirklich dann wirklich nur Deep Space ohne alles. Okay. Wir müssen wirklich mal springen zu einem anderen Gebiet. Aber dazu brauche ich jetzt ein bisschen was von dem guten Zeug, von dem Hyperion. Lass uns dazu dann am besten mal irgendein Asteroidenfeld plündern schnell. Und dann das Hypersprungrelais nach Theta Ligonatus. Okay, hast du hier irgendwas an... Da. Okay, das ist bereits leer geplündert, wie es aussieht hier. Nee. Doch. Okay, hier gibt wohl nichts mehr. Und hier... Ja, hier gibt's noch was. Okay, und der war leer. Da ist mein Sensorenraum gerade zerlegt. Okay. So, wie viel habe ich? 7 habe ich derzeit. Das ist nicht so viel. Wo liegt denn das Zeug jetzt so? Direkt in den Kern, wie es aussieht, da. Da wäre nochmal was. Aber schön komplett gegen so einen Asteroiden rammeln, weil es geht. Der hat nichts. Da haben wir jetzt noch mal ein bisschen was. Okay. Ansonsten wäre da vielleicht noch was. Okay, ich denke, ich habe genug. Auf geht's zu Theta Ligtonius. Ich habe aktuell 23 Dingens. Hyperion. Okay, fährt hoch. Braucht 4, okay.
Energie. Ein Swoosh, bitte. Das war ein sehr schneller Swoosh. Hätte vielleicht runterschalten sollen. Okay. Wir sind angekommen in Theta Dictonius und fliegen direkt aus einem unbekannten Signal. Und da haben wir schon den ersten Kontakt. Hi. Wer bist denn du? Kann man dir helfen? Ein ganz normaler Candlewick, der kann nix. Oh, Candlewick mit Laser dran, ne? Und Schluss. Bye. Das war einfach. Station, da wäre die erste Station. Okay, es ist einiges an Piraten gerade, wie es aussieht. Beschwere ich mich aber nicht unbedingt. Das heißt, mehr Loot für mich. Was haben wir da? Nochmal eine Candle weg. Wieder mit Laser. Weg. Was haben wir jetzt da? 28 Hyperion. Wo ist denn das Zeug? Hier ist gar nirgendwo. Okay. Weiter zur Station. Wir müssen ganz dringend hier unseren Ruhm erhöhen. Und mehr Leute anheuern. Und der nächste, der auf den Sack möchte. Die haben wie echt Piratenprobleme, ne? Und noch eine. Das gibt's sogar nicht. Und weg. Wesen sind die einfach. Das heißt, die fallen dann halt ruckzuck schnell in sich zusammen. Was mich so noch interessieren würde, wäre, ob es jetzt an den neuen Stationen neue Sachen zu lernen gibt. Aber das werden wir gleich sehen. Zack. Da ist die Station und hallo. Also, hier haben wir schon mal den Kollegen. Und dann gibt es wieder Kopfgelder, Stationen, Rette. Kontaktiere, Rette, Rette. Kopfgelder, 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 Piratenliga, zerstöre Piratenbasis. Eins haben wir sogar schon, gibt ein bisschen. Was? Maximal 90 Ruhm? Okay. Fraktionskonflikte ignoriere ich. Lieferung kann ich nicht. Eisen habe ich auch nicht. Erkunde Täter und besuche Estrebilio. Okay, Problem ist, ich habe gerade keine Mission, die mir wirklich noch Ruf geben kann, ne? Maximum 140. Hier, rette, rette. Das ist ein bisschen was, aber auch nur 18 plus extra. Ich meine, jedes bisschen zählt jetzt gerade. Hier auch das Piratenliga, Piratenbasis. Ja, die Piratenbasis ist klar. Aber die kostet ja halt auch ein bisschen. Die kann ich doch noch nicht. Och, Leute. Okay. Oh. Na gut, aber. Ey, lass kurz mal gucken wegen Dings. Wegen Kaufen. Baupläne. Nö, die haben alle wohl dasselbe, wie es aussieht. Da sehe ich jetzt gerade nichts groß Neues.
Zumindest nicht auf den ersten Blick, nee. Nö, sieht alles gleich aus. Alles klar. Also, das soll es dann für die Folge wieder gewesen sein. Wir haben ein neues System aufgesucht und machen uns jetzt hier ran und bekämpfen alles und hoffen, dass wir hier ein bisschen mehr Ruhm kriegen, dass wir mehr Leute kriegen, dass wir entsprechend auch unser Schiff ausrüsten können, dass es halt eben nicht ständig unter Strommangel leidet, weil das quasi nichts funktioniert gerade. Nichts. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben oder den Rest des Fieslings gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.